Ja, ich möchte mich mit zwei Themen befassen. Natürlich mit den Ergebnissen des Koalitionsgipfels und dann nochmal mit Griechenland, wo ja auch eine Schicksalswoche bevorsteht. Erst zum Koalitionsgipfel. Die Linke hat 9 Jahre gegen die Praxisgebühr gekämpft. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir die Partei im Bundestag waren, die gegen die Einführung der Praxisgebühr gestimmt hat und die einzige Partei war, die 2009 auf den Plakaten stehen hatte, weg mit der Praxisgebühr. Insofern erfüllt uns dieser Beschluss mit Freude. Es ist ein richtiger Beschluss, auf die Praxisgebühr, auf ein Eintrittsgeld bei den Ärzten zu verzichten. Natürlich kann das aber nur ein erster Schritt sein, mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen herzustellen. Wir haben dort immer noch eine Zweiklassenmedizin. Die Menschen sind immer noch belastet mit Zuzahlungen bei den Medikamenten, bei den Anwendungen, bei Untersuchungen. Es herrscht immer noch das Prinzip, dass Gesundheit vom Geldbeutel der Menschen abhängig ist und die Menschen, die wenig Geld haben, mehr belastet werden. Deswegen sind wir unbedingt dafür, alle Zuzahlungen abzuschaffen und gleichzeitig wieder zurück zur paritätischen Finanzierung zu kehren. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass das Konzept der Linken zur Einführung einer Bürgerversicherung für alle eine bessere und kostengünstigere medizinische Versorgung mit sich bringen würde. Dieser Beschluss mit der Praxisgebühr ist teuer erkauft mit der Einführung des Betreuungsgeldes. Ob es tatsächlich dafür im Bundestag eine Mehrheit gibt, werden wir erst noch abwarten müssen. Alle wissen, dass das völlig der falsche Weg ist, dass wir viele Bundesländer haben, in denen es deutlich zu wenig Kindertages- und Betreuungsplätze gibt und alle besser beraten wären, den Ausbau dieser Plätze sicherzustellen, als dieses Betreuungsgeld einzuführen, was eindeutig ein Schritt zurück in die Vergangenheit ist und ein völlig falscher Weg ist hier. Ob die FDP das tatsächlich mitmacht und alle Abgeordneten werden wir abwarten müssen, aber die FDP muss mit dem Vorwurf leben, dass ihre Ankündigungen nicht lange statthalten und das ungefähr so ist, wenn die FDP Steuervergünstigungen verspricht, dass man dann eher mit Steuererhöhungen rechnen muss. Ähnlich ist dieser Beschluss mit dem Betreuungsgeld zu bewerten. Enttäuschend und auch empörend sind die Beschlüsse zur Rente. Frau von der Leyen ist angetreten, die Altersarmut zu bekämpfen. Sie hat sogar ihr Schicksal damit verbunden. Davon kann nicht die Rede sein. Wir sind von den angekündigten 850 Euro für die Zuschussrente weit entfernt. Was jetzt auf dem Tisch liegt, liegt knapp über der Grundsicherung, deutlich unter 700 Euro. Man kann beim besten Willen nicht davon ableiten, dass in irgendeiner Form hier Altersarmut bekämpft werden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Frau von der Leyen ist die große Verliererin am Kabinettstisch. Sie ist mit ihren Rentenvorschlägen nicht durchgedrungen, die aber nach Sichtweise der Linken auch keinesfalls ausgereicht hätten, Altersarmut zu beseitigen. Deswegen bleiben wir dabei. Auch eine klare Aufforderung noch einmal an die SPD. Wir wollen die lebensstandardsichernde Rente. Das heißt, das Rentenniveau muss bei 53% bleiben oder beziehungsweise 53% müssen wiederhergestellt werden. Wir wollen eine Mindestrente haben, die bei 950 Euro beginnt und bei 1050 Euro endet. Und wir wollen, dass die Rentenentwicklung Schritt hält mit der Lohnentwicklung, nicht teilweise davon abgekoppelt ist. Es ist einfach entwürdigend für die Menschen, wenn sie um ihre Lebensleistungen betrogen werden. Welche Konsequenzen Frau von der Leyen daraus zieht, wird ihr überlassen bleiben. Aber wie gesagt, sie ist die große Verliererin am Kabinettstisch. Das Fazit ist eindeutig. Wir haben einen Gipfel erlebt, in dem es einen einzigen kleinen Lichtstrahl gegeben hat oder gibt. Ansonsten viel Schatten. Es ist deutlich, dass die Gemeinsamkeiten dieser Koalition längst zu Ende sind, dass sie sich mühsam über die Runden retten muss und wir mal gespannt sind, wie das letzte Jahr der Regierungstätigkeit tatsächlich voll zu Ende geführt wird. Deutlich mehr
Krampf als Freude. Und diese Bewertung muss sich die Koalition eindeutig gefallen lassen. Zur Lage in Griechenland. Vor Griechenland liegt eine weitere Schicksalswoche. Das x-te Kürzungsprogramm einer Regierung muss durch das Parlament und die Mehrheit ist alles andere als sicher. Die Regierungskoalition hat sich de facto in Griechenland schon aufgelöst und alle zweifeln, ob sie noch länger hält. Und jeder, der dort war, und ich war ja vor kurzem erst dort, weiß, dass wir in Griechenland zum Teil jetzt schon eine humanitäre Katastrophe haben. Wir haben inmitten von Europa wieder Hunger. Wir haben die Situation, dass Mütter ihre Kinder in SOS-Dörfern abgeben, weil sie befürchten, sie nicht mehr ernähren zu können. Das medizinische Gesundheitswesen bricht zusammen. Ich war in einem Kinderkrankenhaus und es war tragisch zu hören, dass die Ärzte sagen, dass die Zahl der Selbstmorde bei Kindern und Jugendlichen steigt und die Zahl der schweren Depressionen. Und wir mussten dort hören, dass einfach Griechenland am Rande eines sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs steht. Europa schaut zu und sagt, anstatt wirklich zu helfen und wirkliche Lösungen zu finden, macht schneller, schneller, so weiter wie gehabt, obwohl wir alle wissen, dass es in den wirtschaftlichen Abgrund führt und in der Folge natürlich auch in den sozialen Abgrund. Wir müssen feststellen, dass die Schuldenquote bei 165% ist und trotz der vielen Sparprogramme, was ja in Wirklichkeit Kürzungs- und Verarmungsprogramme sind, der Schuldenstand auf 189% ansteigen wird. Also es ist langsam lächerlich zu behaupten, dass hier Sparprogramme verordnet werden. Es sind die teuersten Programme, im Übrigen auch für die deutschen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, insbesondere für die Arbeitnehmer, die gemacht werden, ohne dass es eine Perspektive für Griechenland gibt. Was ist jetzt aus unserer Sicht zu tun? Erstens, die Drohkulisse gegen die griechische Regierung muss beendet werden. Es kann auf keinen Fall so weitergehen. Zweitens, die Europäische Zentralbank muss endlich direkte zinsgünstige Kredite an Griechenland geben können und im Übrigen auch an die anderen Schuldnerländer. Es ist nach wie vor nicht einzusehen, dass erst den Banken günstige Kredite gegeben werden, die sie dann teuer an die Schuldnerländer weitergeben und die Schuldnerländer sich aus der Zinsfalle nicht befreien können. Und es zeigt sich eben nach und nach, dass diese Zinsfalle für diese Länder tödlich ist. Drittens, die Kreditvergabe an Griechenland, aber auch an andere Schuldnerländer, muss an Bedingungen geknüpft werden. Bisher sind die Bedingungen immer eindeutig. Sie treffen einseitig Rentner, sie treffen Beschäftigte und sie treffen die Erwerbslosen. Wir sagen, die Bedingungen müssen sein, dass Millionäre und Milliardäre in Griechenland und in den anderen Ländern zur Bezahlung der Schulden herangezogen werden. Wir brauchen endlich eine europäische Vermögensabgabe für Reiche und Vermögende, damit die Schuldenquote tatsächlich gedrückt werden kann.